Hallo? Hallo? Hallo. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Ja, natürlich. Anonyme Künstler sind immer besonders interessant für meine Leser. Möchten Sie etwas trinken? Ja, gern. Sagen Sie mir doch einfach, was Sie schon alles wissen. Viel zu wenig. Nur, dass diese Ausstellung eine Art Chronik überflüssig gewordener Berufe ist. Überflüssig ist das falsche Wort. Sie wurden ersetzt durch den Fortschritt. Aber der Künstler zeigt nicht den Fortschritt, sondern das Vergessene. Eine Einladung zum Erinnern, ein Nostalgiker. Er sagt, das Vergessene dient dazu, das Ungewisse zu erhellen. Aha. Wie meint unser scheuer Maler das genau? In seinen Augen endet es spätestens mit der Digitalisierung die menschliche Evolution. Weil sich der natürliche Überlebenskampf erübrigt. Der Mensch passt nun alles an sich an. Dabei entwickelt sich nur noch die Technologie weiter. Er selbst nicht. Das ambivalente Verhältnis von Fortschritt und Menschlichkeit. Ein Werkzeug definiert sich, indem es durch Menschenhand ein Ergebnis schafft. Bringt es dies eigenständig hervor, ist es nicht mehr länger nur ein Werkzeug. Erst braucht man die Hand der Eltern und dann läuft man ganz automatisch von selbst. So kann man es auch betrachten. Im Laufe der Zeit erschließen Algorithmen immer komplexere Tätigkeitsfelder. Analysen, Kundenberatung. Ab den 2020er Jahren hatten sich Berufe wie zum Beispiel der des Bankers erübrigt. Auch die Lehrberufe wurden bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts von personalisierter Lernsoftware in Form von Avataren und Robotern übernommen. Heute schwer vorstellbar, mit so vielen Menschen lernen zu müssen. Die Bilder, die wirken unruhig, aufgewühlt und gleichzeitig lösen sie irgendwie eine Sehnsucht aus. Ein ähnliches Gefühl wie, wenn man seine Eltern zu Hause besucht, finden Sie nicht? Wieder eine nostalgische Assoziation. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass ein lernfähiger Algorithmus genau diese, Ihre Art zu denken, adaptieren könnte. Aber das wird aber alles vom Unterbewusstsein beeinflusst. Und von Prägungen, wie zum Beispiel durch... Unsere Eltern. Analysieren wir hier die Bilder oder mich? Auch diese Menschen haben damals gedacht, ihre Leistung sei unersetzlich. Aber es lässt sich jetzt ja nicht vergleichen mit Dingen wie Kreativität, Humor, Einfühlungsvermögen. Genau das ist unser Problem. Dass wir immer noch denken, wir seien das letzte Wort. Aber auf jede Evolution folgt auch immer eine Emanzipation, finden Sie nicht? Dafür braucht ein Roboter erstmal ein Bewusstsein. Und wer genau sagt Ihnen, dass so ein Bewusstsein nicht programmierbar ist? Wo liegt der Unterschied zu dem Kind, das durch die Eltern aufgezogen wurde? Aufgezogen? Erzogen, meinen Sie? Das ist genau der Unterschied. Maschinen werden nur aufgezogen, wie eine Spieluhr. Aber gut, Sie meinen, man kann sich hier auch fragen, ob ein Roboter mit Farbalgorithmen einfach alte Fotos übermalt und damit eine Imitation von Kunst geschaffen hat. Ich kenne den Künstler, ein ziemlicher Freak aus Fleisch und Blut. Ah, dann sollte es doch nicht allzu schwer sein, ihn mal für ein Interview zu gewinnen. Oh, Sie gehen aber auch sehr mit der Zeit. Vielleicht bin ich auch etwas nostalgisch. Aber ich muss jetzt leider schließen. Gehen wir? Wie diese Geschichte enden wird, bleibt das Geheimnis der beiden.
was längst kein Geheimnis mehr ist. Roboter, Algorithmen und bald Androiden dominieren zunehmend unsere Berufswelt und verändern damit auch Verhalten und Prozesse im Vertrieb. Wie weit wird diese Entwicklung mittelfristig gehen? Und wie bereiten wir uns am besten darauf vor? Konzentrieren wir uns auf die Risiken oder arbeiten wir an den zahlreichen Chancen? The Value Company entwickelt und implementiert Methodenkompetenz für die Kooperation zwischen Mensch und Roboter.